So, und damit willkommen zu dem Spiel Griechenland gegen Rumänien. Heute beginnt meine große Fußball-EM. Ich bin heute der Moderator, das heißt, es spielt nicht ich. Mal sehen, wie das Spiel ist. Wir, der Gastgeber Griechenland gegen Rumänien. Oh, hier sehen wir die Spieler von Griechenland und Rumänien und auch das Schiedsrichterteam. Die Nationalhymne von Griechenland. Und jetzt kommt die Nationalhymne von Rumänien. So, das erste Spiel bei der EM. Der klare Favorit liegt natürlich bei Griechenland. Rumänien war noch nie eine sehr gefährliche Mannschaft, aber lassen wir uns überraschen. Hier die Startelf von Griechenland, die Aufstellung ja unverändert. Mit Fortunis im Sturm. Ja, die Aufstellung von Rumänien. Auch hier ein 4-4-1-1. So, aber jetzt ist Anstoß Griechenland gegen Rumänien. So, es ist ein Heimspiel für Griechenland. Aber die Rumänien starten einen guten Konter, aber der Pass hat nicht gestimmt. Aber jetzt kommt Griechenland. Der Ball hat er nicht bekommen. Oh, jetzt wieder Rumänien, aber abgefahren von Griechenland. So. Und das gibt einen Wurf für Griechenland. Balleroberung, die Griechen. Oh, ganz gut abgewehrt von Rumänien. Hier sieht man es nochmal. Er war mit dem Fuß dran, das gibt Ecke. Das hätte ganz gefährlich werden können. Es gibt aber Ecke. Griechenland führt aus. Aber war... Ja, nicht gefährlich. Rumänien. Mit dem Konter. Oh. Das gibt Abstoß.
Nur ganz gefährlich war das. Nein, es gibt Ecke. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Nein, Abstoß. Schönes Spiel, leider kein guter Abschluss. Griechenland bei Verlust. Rumänien jetzt mit dem Konter. Ja, die Griechen haben den Ball abgefangen. Wieder ein Ballverlust. Die Rumänen sind da. Schuss. Und schon wieder. Ah, das gibt Einwurf für Rumänien. Schnell ausgeführt, aber mit einem Fehler. Die Griechen sind wieder am Ball. Auch Rumänien fängt wie erwartet den Ball ab. Wir haben nur noch 5 Minuten bis zur Pause. Uiuiui. Es wäre die Chance gewesen. Es gibt Abstoß. Die Rumänen haben ja ein gutes Spiel, aber jetzt ist Pause. Es steht 0 zu 0. Zwei ausgeglichene Mannschaften und ein total spannendes Spiel. Griechenland gegen Rumänien, was ich so nicht erwartet hatte. So. Aber jetzt ist Pause und wir sehen uns gleich wieder. Und damit willkommen zu der Partie. Ich denke mal, die Trainer hatten was gesagt zu den Spielern. Also bis jetzt, für mich ist Rumänien der klare Favorit.
Es waren viele Torchancen da von ihrer Seite aus. Das gibt erstmal Einwurf für Rumänien. Und das gibt Einwurf. Jetzt ist aber Wechselzeit. Sie wollen die Führung haben. Verständlich, ihre eigene EM. Wollen sie natürlich das Eröffnungsspiel gewinnen. Und das war nichts. Eine vergebene Torchance. Sie wollen natürlich das Spiel entscheiden. Nur wer, welche Mannschaft hat die schlaggebende Idee für ein Tor? Griechenland jetzt mit einer Chance. Das sah von hier oben knapp aus. Jetzt wechselt Rumänien eine neue Kraft, soll das Führungstor bringen. Schade, aber Einwurf und Griechenland wechselt nochmal. Es zeigt, sie wollen den Führungstreffer haben. Griechenland klärt eigenen 16er. Oh, das war mutig, sehe ich. Ja, ein Roller war das. Nichts Gefährliches für den Keeper. Rumänien wieder am Ball. Na, ah, schade. Griechenland mit dem Konter. War Rumänien klärt. Rumänien, ist das die Chance? Oh, ganz knapp. Rumänien wechselt, neuer Spieler. Noch 3 Minuten, dann ist das Spiel vorbei. Und dann hat leider keiner von beiden einen Punkt.
Und es gibt Einwurf für Griechenland. Rumänien klärt und das war's. Es bleibt bei einem 0:0. Es waren gute Torchancen da, nur wurden sie leider nicht genutzt. So, das war's dann hier. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Im zweiten Gruppenspiel in Gruppe A, nämlich Spanien gegen Deutschland.